das Podium und dann kann es losgehen. Herzlich willkommen an Christian Kastrop, den Staatssekretär im Bundesministerium der Justiz und für Verbraucherschutz. Die Bundesministerin hat ihn ja bereits angekündigt. So. Dann haben Sie freie Platzwahl. Vielleicht kleiner Hinweis am Rande. Wir sind immer noch in einer Corona-Pandemie und wir sind alle getestet, Crew und Panelisten. Und wir haben natürlich auch alle den richtigen Abstand. Dr. Joachim von Schorlemmer, stellvertretender Vorstandsvorsitzender der ING. Herzlich willkommen auch an Sie. Petra Scharner-Wolf ist uns zugeschaltet. Wir sagen herzlich willkommen. Und sie darf jetzt mal winken. Carla Hustedt ist bei uns, sie ist Leiterin Bereich Digitalisierte Gesellschaft in der Mercator Stiftung. Herzlich willkommen, Frau Hustedt. Und wir freuen uns auf Elisabeth Lindinger, KI-Expertin und Mitgründerin des Superlabs Innovation via Nachhaltigkeit. So, dann sind wir, ich muss bei Ihnen anfangen, Herr Kastrop, weil ich gedacht habe, wir will noch mal einen Blick auf diese Umfrage werfen. Mhm. Hat Sie das eigentlich überrascht jetzt, die Live-Umfrage? Weil das war schon noch eng gekoppelt eigentlich auch zu dem, was im Original drin ist, ne? Ja, auf jeden Fall. Ich denke schon. Also es war ein ziemlich gutes Match. Nein, überrascht hat mich das nicht. Aber ich meine, man muss natürlich auch sagen, dass sich da viele Themen überlagern jetzt, wenn man so eine grundsätzliche Frage stellt. Ich denke schon, wenn man jetzt gefragt hätte, wie sieht es mit positiven Beispielen aus, findet man auch wieder einige. Aber man merkt eben schon so ein grundsätzliches Grummeln und das zeigt für mich natürlich schon an, dass wir hier mit unserer CDR-Initiative wirklich auf einem guten Weg sind, auch auf dem richtigen Weg sind. Denn ich denke, das bleibt das zentrale Argument. Und Sie haben es schön gerade Bitcoin erwähnt an einer anderen Stelle als neue Währung, die auch eine hohe Energiefresser ist, wie die Maya Göpel auch nochmal betont hat. Ich glaube, die wahre Währung ist am Ende Vertrauen. Und deshalb Vertrauen aufzubauen, ist das zentrale Thema auch dieser Initiative. Und da freue ich mich drauf, dass gemeinsam mit Wirtschaft und Zivilgesellschaft und Freundinnen zu entwickeln. Die Ministerin hat es vorhin gesagt, also CDR-Initiative wurde 2018 gegründet, Corporate Digital Responsibility als Initiative. Da gab es schon CSR, also die Corporate Social Responsibility. Warum hat man diese Unterscheidung überhaupt gemacht oder was unterscheidet das beide? Man kann es ja so ein bisschen inkludieren. Naja, es hat was mit einer freiwilligen Selbstverpflichtung zu tun, wobei man natürlich sagen kann, die Corporate Social Responsibility ist natürlich ein Ausschnitt und die Corporate Digital Responsibility ist wieder ein anderer Ausschnitt von dem Raum, in dem sich auch Unternehmen und auch Gesellschaft bewegen, auch Verbraucher bewegen. Und insofern denke ich, ist das, würde man sagen, der große Bruder und wir gründen gerade die kleine Schwester, die schnell wachsen soll. Denn ich denke, natürlich ist die Social Responsibility sehr, sehr wichtig. Da geht es um Fragen auch für den Arbeitsmarkt. Deswegen ist ganz wesentlich auch das Bundesministerium für Arbeit und Soziales damit befasst. Aber die digitale Responsibility, die ist, sagen wir mal, doch etwas grundlegender und vielleicht noch ein kleines bisschen breiter angelegt. Ich würde nicht sagen, sie ist wichtiger, aber sie ist etwas breiter angelegt, weil da geht es eben natürlich um die gesamten Aspekte auch des neuen und sehr dynamischen digitalen Raumes, in dem sich Unternehmen bewegen, aber in dem sich auch Verbraucher und Zivilgesellschaft bewegen. Und da geht es schon, sagen wir mal, um Fragen, wie sicher sind Produkte, wie sicher ist es, wenn ich mich auf Plattformen bewege, gibt es nicht Gefahren auch der Manipulation auf diesen Plattformen, der Desinformation. Wir haben Hass und Hetze im Netz. Und das sind natürlich Themen, die über, sagen wir mal, die soziale Verantwortlichkeit hinausgehen. Man könnte sagen, es ist hier eine gesamtgesellschaftliche Verantwortung, in der die Akteure, die auch hier und heute sprechen und auf den Panels sind und auch schon gesprochen haben, zusammenwirken. Das ist ein bisschen, sagen wir mal, ein bisschen breiter, vielleicht ein bisschen generalistischer, aber ich denke mal, nicht weniger wichtig als Corporate Social Responsibility. Herr Schorlemmer, wie würden Sie denn Corporate Digital Responsibility definieren für ein Unternehmen? Für uns als ING bedeutet das eine freiwillige Übernahme und Verantwortung, um dafür zu sorgen und zu unterstützen, dass unsere Kunden, unsere Mitarbeiter selbstbestimmt in diesem Thema umgehen können, in dieser Transformation, der wir derzeit ausgesetzt sind. Das ist das Wichtige. Dazu ist es natürlich notwendig, dass wir als Unternehmen auch Vertrauen haben bei Kunden und bei Mitarbeitern. Dafür sorgen wir. Und ein Thema ist zum Beispiel, dass wir eben sehr früh in dieser Aktion dabei waren und unser Verbraucherschützer Thomas Bieler, der Kollege, der eben von Anfang an dabei war und sozusagen auch mit dieses Thema mit geshaped hat, wie man so auf Neudeutsch sagt.
Frau Hustedt, wenn man sich das so anhört, dann ist das alles nicht so richtig neu. Und irgendwie sind es ja auch Selbstverständlichkeiten. Also wir beschäftigen uns schon so wahnsinnig lange damit. Wieso muss man das jetzt nochmal aufschreiben und neu definieren? Also die treffen einen richtigen Punkt, dass natürlich die Werte, die dahinter stehen, die Ziele, die Schutzgüter, die sind nicht neu und wir brauchen auch keine neuen Grundrechte für das Digitale. Aber was wir immer wieder sehen, wenn Prozesse automatisiert werden, wenn sie digitalisiert werden, dass neue Hindernisse entstehen zum Schutz dieser Werte, wie zum Beispiel Antidiskriminierung. Und deshalb müssen wir uns auf eine neue Art und Weise damit auseinandersetzen, wie wir diesen Schutz gewährleisten können, auch weil wir beobachten, dass zum Beispiel neue Akteurskonstellationen entstehen, dass Prozesse, die davor in einem Unternehmen lagen, auf einmal unterstützt werden durch weitere Unternehmen, die zum Beispiel die Software entwickeln und dass dadurch auch beispielsweise Verantwortung verschleiert werden kann. Das heißt, es braucht eine neue Auseinandersetzung damit, wie diese Schutzgüter, wie die Werte, was vorhin angesprochen wurde, wie Vertrauen auch in digitalen Prozessen weiter geschaffen werden kann. Und das ist super positiv, dass dieser Dialog jetzt stattfindet. Wir sind aber an einem Punkt, wo wir ihn ganz dringend konkretisieren müssen und von einer im Moment noch sehr buzzwordigen Ebene auf eine sehr praktische Ebene kommen, damit eben auch wirklich eine Wirkung erzielt wird. Frau Lenninger, auch für Sie, also CDR, die Verantwortung im Bereich Digitalisierung ist freiwillig. Das ist ja das, was auch mehrfach angesprochen wurde. Inwieweit wird diese Verantwortung denn jetzt schon von Unternehmen wahrgenommen? Also wenn man so auf Deutschland gesamt blickt? Also ich glaube, ein Blick auf die Webseite der CDR-Initiative zeigt ja, welche Unternehmen da schon unterschrieben haben. Und da ist, wenn man sich die Volkswirtschaft anguckt, ja auch noch Luft nach oben, wer da noch alles mit unterzeichnen könnte. Gleichzeitig gibt es aber zwei Dinge, die, wie ich glaube, sehr zeigen, dass wir sehr, sehr gute Voraussetzungen haben hier. Das eine ist, dass wir in Deutschland viele Open-Source-Unternehmen haben, also eine sehr lebendige Open-Source-Landschaft, die seit Jahren, wenn nicht Jahrzehnten, Produkte entwickeln, die Werte, die ja auch im Kodex der CDR-Initiative wiedergespiegelt sind, wie Transparenz, wie Datensparsamkeit, die schon lange umsetzen und nicht nur selber in ihrem Arbeitsalltag umsetzen, sondern auch Produkte entwickeln, die wiederum andere Unternehmen nutzen können, um einfach in ihren digitalen Werkzeugen so das Richtige zu wählen, das Richtige zu tun, den richtigen Weg zu gehen. Und das andere, der andere Punkt ist, es ist schon mehrfach gefallen, dass Vertrauen ja auch eine Währung ist. Und ich glaube, das ist besonders wahr für das viel zitierte Rückgrat der deutschen Wirtschaft, die kleinen und mittleren Unternehmen. Und die stehen natürlich aber vor einer Herausforderung. Die wollen es, glaube ich, richtig machen und gleichzeitig haben sie aber in-house wenig Kapazitäten, um diese digitale Transformation mit einer wirklichen Expertise umzusetzen. Das heißt, die sind darauf angewiesen, dass sie sich Produkte von der Stange einkaufen und die einsetzen. Und da durchzublicken, Carla Hustedt hat es gerade schon angesprochen, das ist tatsächlich schwierig. Und da, glaube ich, kann eine Initiative durchaus dazu beitragen, für mehr Transparenz zu sorgen, aber auch so Blaupausen oder Leitfäden zu geben, wie sich solche Unternehmen, denen die Expertise jetzt erstmal fehlt, da trotzdem mit so ein bisschen Mut und Zuversicht dem Thema annehmen können und sich selber mal verorten können, wie sie eigentlich dastehen. So, Frau Schanner-Wolf, jetzt sind wir bei Ihnen. Wir befinden uns, es ist mehrfach angeklungen, in einer digitalen Transformation. Und man muss dazu sagen, die Otto Group hat ja schon diverse Transformationen durchlaufen. Also ich sag mal so vom Katalog zum Internetkonzern. Und ich würde mal sagen, wenn man so auf die Geschichte schaut, dann ist es gar nicht so schlecht gelaufen. Wie haben Sie es gemacht? Also was sind denn die entscheidenden Kompetenzen aus Ihrer Sicht, wenn wir es jetzt mal in die Praxis übertragen und auch vielleicht mal konkrete Ansätze suchen? Ja, Sie haben recht. Also es ist eine lange Transformation. Ich bin seit 20 Jahren hier und habe sie sozusagen voll mit durchlebt. Und ich glaube, die wesentlichen Sachen ist sozusagen relativ früh die technologischen Fähigkeiten, die sich entwickeln, sozusagen anzunehmen, sich anzugucken und sich aber sozusagen eine eigene Handschrift dazu zu entwickeln. Ja, zu gucken, was ist denn für uns gut? Das gilt auch jetzt noch, ja, weil unser Geschäftsmodell ist ja sehr datengetrieben und hat natürlich auch einen zunehmenden technologischen Anteil. Und wir müssen uns halt selber, auch wir als Führungskräfte sozusagen, die Lage versetzen, dass wir
tief genug Verständnis haben in den Themen, die wir da treiben, positiv die Chancen dieser Themen nutzen, weil sonst ehrlich gesagt uns gäbe es gar nicht mehr, wenn wir nicht schon vor 20 Jahren uns positiv dem E-Commerce-Thema geöffnet hätten. Auch zu einer Phase, wo das ehrlich gesagt ja auch noch gar keine wirtschaftliche Relevanz hatte, ja, auch für uns nicht. Aber die Transformationen gelingen halt nur, wenn ich sehr langfristig und kontinuierlich die Themen vorantreiben kann. Und ich glaube, das ist eine der Herausforderungen, vor denen wir jetzt auch gesellschaftlich stehen, dass die Innovationszyklen ja relativ kurzlebig sind und sozusagen eine gewisse Überforderung dadurch auch in der Gesellschaft entsteht, da hinterherzukommen. Und deshalb ist es wichtiger, glaube ich, dass sich aus verschiedenen Perspektiven Unternehmen und Politik und auch Nichtregierungsorganisationen treffen und die verschiedenen Perspektiven und Erfahrungen, die sie mit den Themen haben, in so einer Initiative zusammenbringen, um diese Maßnahmen eben dahin zu kriegen. Ja? Und diese Maßnahmen sind aus meiner Sicht, dass ich mal ins Unternehmen gucke, haben auch sehr viel damit zu tun, diese Selbstverantwortung zu stärken. Das heißt, alle Mitarbeiter zu befähigen, wirklich mitdenken zu können, einen Beitrag leisten zu können, eine eigene Handschrift zu entwickeln, natürlich in einem Wertekonzept. Und das ist bei uns, ehrlich gesagt, relativ leicht. Wir sind ja Familienunternehmen und da ist natürlich die DNA gut ausgeprägt. Also da müssen wir da jetzt nicht so philosophisch drüber nachdenken, sondern spüren das vom Prinzip in der Arbeit. Ja? Aber ich glaube, das ist eine super Chance, diese Initiative, diese Perspektiven zusammenzuführen und das Praktische dann auch im Best Practice auszutauschen. Das finde ich eine tolle Chance auch für uns. Frau Hustedt, da nochmal angeknüpft, weil sie das vorhin gesagt hat, wir müssen weg von diesem Buzzwording hin, halt in so konkrete Prozesse. Viele sind heute überfordert mit der Situation. Ist das das, was Sie also unter konkreten Ansätzen verstehen schon? Also was ich vorhin meinte war, ich habe mich lange Zeit mit dem Thema KI-Ethik, Fragen von Antidiskriminierung in Automatisierungsprozessen beschäftigt. Und was wir dort sehen, ist, dass es jetzt in den letzten Jahren das Thema sehr en vogue gekommen ist. Man hat verstanden, Automatisierungsprozesse sind nicht nur neutral, sondern sie können Diskriminierung reproduzieren. Und das Resultat war, was ja positiv ist, dass sehr viele, auch große Tech-Unternehmen, sich sogenannte KI-Ethik-Guidelines, Richtlinien entworfen haben. Wenn man sich die aber genauer anguckt, dann stehen da so Begriffe drin wie Fairness oder Transparenz. Häufig steht aber nicht drin, was damit eigentlich gemeint ist. Und der Transparenzbegriff, und das ist jetzt auch ein Bezug zu dem Thema der Überforderung von Verbrauchern und Verbrauchern, dahinter stecken ja ganz viele verschiedene Dinge. Also Transparenz kann bedeuten, ich gebe alle Informationen darüber, wie dieses System informiert, an Verbraucherinnen und Verbraucher weiter. Das bedeutet aber eben nicht, dass damit ein Wissenszuwachs geschehen ist. Und wir kennen das alle, wenn wir auf Webseiten gehen und dann erscheint ja der Cookie-Banner und dann steht dort, welche Daten, wenn man dreimal geklickt hat, welche Daten von einem gesammelt werden, aber wirklich schlauer ist man danach nicht. Und die meisten Menschen, die ich kenne, mich eingeschlossen, auch weil diese Banner häufig so designt sind, dass man dazu neigt, dann doch auf alles akzeptieren zu klicken. Bei denen hat das eher zu einer Frustration geführt. Und die haben nicht das Gefühl, dass da das eigentlich positive Ziel, nämlich die Bestimmungsmacht darüber, was mit meinen Daten passiert, wirklich wieder in ihre Hände gegeben wurden, sondern eher so eine Frustration, was auch eben positive Ansätze angeht. Und das zeigt, dass es kompliziert ist und dass man sehr konkret auch mit unterschiedlichen technischen Ansätzen, Designansätzen, Kommunikationsfragen daran arbeiten muss, solche Dinge in der Praxis umzusetzen, weil sonst, ja, it's gonna backfire, sonst schießt es einem, sagt man. Es wird eher mehr Probleme schaffen, als eine Lösung bieten. Herr Kastrup, wenn das Thema, also wenn man das betrachtet, also man könnte ja gucken, dass man gerade auch vielleicht CDR an, zum Beispiel bei der öffentlichen Vergabe, an öffentliche Aufträge koppelt. Mhm. Und dann kriegt man auch durch, dass vielleicht die Unternehmen sich viel mehr damit beschäftigen und solche konkreten Wege auch noch gehen. Naja, also mir ist erstmal ganz wichtig, dass wir diese tolle Initiative auch mit den Gründungsunternehmen auf der Strecke haben. Und ich glaube, im Prinzip der Corporate Digital Responsibility, da steckt ja eben auch irgendwie diese zusätzliche Verantwortlichkeit drin. Aber es steckt eben auch die Freiwilligkeit drin und da steckt eben auch drin, dass man eben jetzt erstmal nicht zu sehr, sagen wir mal, kodifiziert. Also ich glaube, das muss sich entwickeln. Ich kann mir durchaus mittelfristig vorstellen, dass sowas auch ein interessanter Bonus ist für die, die dabei sind. Aber
ich würde da noch mal ein bisschen abwarten. Also da brauchen wir erstmal das, weil Expertise austauschen, diese Lernpartnerschaft entwickeln. Und ich glaube, dass das so ganz von allein kommt. Also meine Idee war ja eben immer auch die, und die habe ich auch von meinem Vorgänger übernommen, dass wir eben Verbraucherpolitik auch als Gesellschaftspolitik verstanden, nicht immer nur gleich mit einer Regulierung abdecken. Ja, wir brauchen Regulierung für das sind rote Linien, wo sozusagen auch bestimmte Schutzniveaus für Gesellschaft, für Verbraucherinnen gesetzt werden müssen. Aber wir wollten ja etwas machen, was sozusagen darüber hinausgeht und zugleich freiwillig bleibt und zugleich, sondern nach oben ist ja keine Grenzen gesetzt. Und ich denke mal, wenn wir auf dem Weg zusammen weitergehen und auch weitere Mitglieder dann haben werden, dann denke ich mal, wird man in ein paar Jahren vielleicht auch über sowas mal reden. Ich fände das eine tolle Sache, aber ich würde es jetzt noch nicht gleich fordern. Lass wir doch erstmal auf den Weg gehen. Reicht diese Freiwilligkeit, Frau Lindinger? Also. Freiwilligkeit ist natürlich erstmal gut, aber es braucht auch eine Evaluierung, wie sie denn tatsächlich im Alltag umgesetzt wird. Gerade beim Einsatz von Digitaltechnologien sehen wir ja, dass große Konzerne so furchtbare Mottos haben wie Move fast and break things. Also die wirklich bereit sind, eben auch nicht, wie das im Kodex steht, erstmal zu überprüfen, was denn da die Auswirkungen auf die Gesellschaft sind. Und ich glaube, dass uns dieses Narrativ von der Innovation, die die Digitalisierung mit sich bringt, uns da so ein bisschen auf die Füße fällt. Dass wir also glauben, mit dem Einsatz von digitalen Technologie wird es irgendwie automatisch besser. Wir werden innovativer und effizienter. Und deswegen freue ich mich und das erhoffe ich mir auch wirklich von dieser Initiative, dass wir da ein bisschen langsamer machen und nochmal kritisch überprüfen, was ist denn der tatsächliche gesellschaftliche, nicht nur der ökonomische Mehrwert von Digitalisierung. Müssen wir denn immer alles auch digital machen? Und wenn ja, wie so, dass wir tatsächlich auch alle was davon haben? Tatsächlich, Herr Kastrop, Frage doch nochmal an Sie, also weil die über Slido kam, das BMJV gestaltet Gesetze. Warum wird bei der CDA so explizit auf Freiwilligkeit gesetzt, zumal das CSR ja bereits gesetzlich verankert ist? Naja, ich könnte also erstmal stimme ich allem zu, was Sie, Frau Lindinger, gerade gesagt hat. Das ist mir ganz wichtig. Ich glaube, das waren extrem wichtige Punkte. Aber ich meine, man muss ja einfach mal sehen, die Idee beruht ja auch darauf, und das sieht man ja sehr schön an den aktuellen Gesetzesvorhaben in der Europäischen Union, aber auch in Deutschland. Wir laufen ja der technologischen und auch der ökonomischen Entwicklung, sagen wir mal, immer gesetzgeberisch hinterher. Also wenn wir jetzt den Digital Services Act, der wird gerade diskutiert, der KI-Rechtsakt wird diskutiert, der Digital Governance Act, das sind alles ganz wichtige Gesetze auf europäischer Ebene, die irgendwann natürlich auch im nationalen Recht wieder auftauchen werden. Aber bis wir die umgesetzt haben, das dauert so ungefähr 3 oder 4 Jahre. Also ich glaube, wir müssen eigentlich darüber hinausgehen. Wir müssen sozusagen den Puls der digitalen Zeit spüren. Und da sind wir mit Gesetzen immer zu spät. Und dafür sehe ich auch einen wichtigen Aspekt bei der Corporate Digital Responsibility. Die Unternehmen sind ganz vorne am Markt. Die müssen sich die neuesten Technologien für ihre Geschäftsmodelle holen. Sie müssen dann überlegen, was bedeutet das? Wie setze ich die so ein, dass sie am Ende dem Geschäftsmodell nutzen, aber auch eben diese Währung Vertrauen generieren? Und ich denke, dann könnte es vielleicht sogar sein, dass man Regulierung, jetzt hören die Kollegen im Justizministerium, im Verbraucherschutzminister mal weg, dann könnte es vielleicht auch eine ganze Menge Dinge geben, die einfach funktionieren, ohne dass man sie gleich mit Gesetzen unterlegt. Ein anderer Aspekt ist die Sache, dass man vielleicht, und das ist dann eher eine Frage der zivilgesellschaftlichen Organisationen, wo ich natürlich auch glaube, da muss viel mehr Sitz und Stimme auch der Verbraucherinnen, der Zivilgesellschaft im digitalen Raum sein, ob man dafür sozusagen auch eine gesetzliche Basis braucht. Das ist noch ein anderes Thema, aber es ist jetzt nicht so direkt CDR, aber das möchte ich zumindest einmal erwähnen. Dann, Herr Schollemann, welche intrinsische Motivation hat man denn als Unternehmen zu sagen, man macht das freiwillig, man setzt das um? Das ist eine Frage der Kultur eines Unternehmens. Insofern, das würde ich ja sagen, nicht, das ist nicht nur intrinsisch. Denn nehmen Sie das Beispiel der Freiwilligkeit, weil das jetzt ja mehrmals gefallen ist. Und auch entsprechend, dass es auch Reports geben wird, Berichte geben wird darüber. Dem entziehen wir uns nicht, denn etwas, was freiwillig ist und man sich dazu bekennt, um auch dieses Vertrauen zu bekommen, heißt auch, dass wir es nachweisen. Also für uns ist es sozusagen, den Nachweis zu geben, ist völlig, völlig selbstverständlich. Wir arbeiten in einer hochregulierten Branche. In dieser hochregulierten Branche, und ich gebe Ihnen gleich mal ein konkretes Beispiel, weil das Thema KI von Ihnen, Frau Rosfeld, gefallen ist. In einer hochregulierten Branche, in der wir arbeiten, gibt es eigentlich nur 3 Faktoren, mit denen wir arbeiten. Das sind Menschen. Deswegen ist Vertrauen ganz wichtig, auch dass unsere Mitarbeiter das in einer Organisation, für die sie arbeiten, haben. Das ist Kapital und das sind, wenn Sie wollen, IT-Daten. So, Daten sind wieder das sind die Daten unserer Kunden.
Also auch da ist wieder dieses Vertrauen enorm wichtig. Wenn das nicht funktioniert, wenn unsere Mitarbeiter nicht das Gefühl haben, sie arbeiten für eine Organisation, die sich Standards gibt und sich auch daran hält, dann fehlt Loyalität, dann ist Identifikation nicht da. Und das ist etwas ganz, ganz Wesentliches. Ich wollte Ihnen das Beispiel geben bei KI. Wenn Sie heute im Bereich Konsumentenfinanzierung arbeiten, das macht alles KI. Da gibt es keine Menschen mehr, die sozusagen sich angucken, ob A, B, C, die einen Antrag stellen, tatsächlich kreditwürdig sind. Das geht über Maschinen. Und es gibt übrigens, wir haben ja auch in Deutschland hervorragende Wissenschaftler in vielen Gebieten. Das ist ja nicht nur, dass sie in Amerika oder sonst wo sind. In Frankfurt, Frau Professor Langbucher arbeitet am Goethe-Institut in dem Thema House of Finance, genau in diesem Thema. Und da sie auch in New York und in Paris arbeitet, hat sich das Thema Bias angeschaut. Wie ist KI im Zusammenhang mit Konsumentenfinanzierung? Und es wird Sie nicht überraschen. Das Ergebnis ist natürlich ganz klar. Biases sind in diesem Thema vorhanden, dass eben, wenn eben jemand, ich sag mal, schwarz ist und aus einer bestimmten Gegend von Washington kommt, ist er sofort negativer. Und daran müssen wir arbeiten, dass genau das nicht passiert. Das ist so ein bisschen, wissen Sie, Garbage in, Garbage out, um es mal etwas simpel zu sagen. Daran müssen wir arbeiten, dass diese Dinge funktionieren. Auch da kommen wieder diese ethischen Standards her. Wir haben als Organisation bereits seit 3 Jahren einen ethischen Kodex für die gesamte Gruppe, in dem wir genau das sagen, dass wir umsichtig, fair und transparent mit den Daten unserer Kunden umgehen. Wir haben in jedem Land einen, sozusagen, wenn Sie wollen, einen datenethischen Council, der das beschreibt. Und auch aus dem Grunde sind wir seit Jahren bereits mit mehr als 40, das sind glaube ich mittlerweile 44 Partner in Deutschland dabei, sozusagen, dass die Self-Servicing Identity, die selbsteigene Identität zu haben dabei, weil Sie haben es ja vorhin in Ihrem Eingangsstatement gesagt, ich weiß nicht, wie häufig müssen wir uns irgendwo anmelden mit Passwörtern, mit Dingen, die wir langsam ja vergessen. Und das einfacher zu machen, um dann auch unseren Kunden später mal, das werden wir bald machen, auf einer App alle Daten, die Sie bei uns haben, zur Verfügung zu stellen, sodass Sie selbst sagen können, diese Daten gebe ich weiter an jemand anderen, wenn ich will. Und wir sind dann im Hintergrund diejenigen, die sagen, diese Daten stimmen, für die Echtheit der Daten sorgen. Aber auch da, Vertrauen ist alles. Dürfte ich da reinspringen? Ja, sehr gerne. Also ich finde das super, dass Sie sich natürlich mit dem Thema Bias in KI, Diskriminierung durch Daten, mit denen dann die KI trainiert wird, auseinandersetzen. Und ich glaube, dass es da auch viele Ansatzpunkte gibt, wo das auch tatsächlich im Interesse der Unternehmen sein sollte, weil am Ende wird das Produkt besser, wenn man sich damit auseinandersetzt. Es wird aber auch immer wieder Fälle geben, wo ein ökonomisches Interesse im Konflikt steht mit einem gesellschaftlichen Interesse. Und es ist zum Beispiel durch Big Data Analysen mit Hilfe von KI mittlerweile möglich, zu identifizieren, in welchem Gemütszustand sich eine Person befindet oder wo, wenn sie in einer Lebenssituation ist, wo sie besonders stark angewiesen ist, zum Beispiel auf einen Kredit. Und genau diese Vulnerabilität auszunutzen, mag ökonomisch vielleicht in dem Moment sinnvoll sein, hilfreich. Man kann ihnen dann höhere Preise anbieten, vielleicht auch schlechtere Tarife, weil eben eine Abhängigkeit ist in der Situation. Und das sind einfach Werteabwägungen, die meiner Meinung nach nicht über eben Freiwilligkeit gelöst werden können, sondern wo wir auch darüber reden müssen, dass es öffentliche Diskurse braucht dazu, dass es eine Transparenz braucht über diese Abwägung und vielleicht auch Gesetze, die eben festlegen, ja, was auch nicht passieren darf. Der Rechtsrahmen war jetzt auch noch mal eine Frage, die hier von Sigrid Reichle kam. Frau Scharner-Wolf, hätten Sie es denn oder würden Sie es denn auch machen, wenn Sie sagen, wobei das ist eigentlich, Sie haben es ja ohnehin schon irgendwie verankert in Ihrem Geschäftsmodell. Aber braucht es denn aus Ihrer Sicht einen Rechtsrahmen oder sagen Sie, nee, das geht nur freiwillig? Weil wir kommen ja immer wieder in diesen also Widerspruch in Vertrauen und Digitalisierung. Ja. Ich finde eigentlich die Idee, dass es rote Linien braucht, wo wir vorhin mal waren, die finde ich natürlich auf jeden Fall richtig. Ich glaube, den detaillierten Rechtsrahmen, der sozusagen die richtige ethische Entscheidung trifft, der ist extrem schwer zu finden im Sinne von, wie reguliere ich das wirklich. Ja? Und deshalb glaube ich, dass es deshalb so wichtig ist, dass wir dieses Selbstverständnis haben und dass wir, und deshalb glaube ich, dass die Intensivierung des gesellschaftlichen Diskurses dazu wichtig ist. Ja? Ich meine, praktisch gibt es ja einen Dialog. Ja? In unserem Fall ist der gesellschaftliche Diskurs, also
mal ganz niedrig gelegt. Der Kunde entscheidet sich ja freiwillig zu kaufen und die Kundin hat ja auch Alternativen. Ja, die muss ja nicht sozusagen bei uns kaufen, sondern wir müssen uns ja sozusagen in einer Art und Weise, und das machen wir natürlich gerne, so aufstellen, dass wir nicht nur vom Produkt, sondern auch von den Prozessen, von der ganzen Handschrift, von der Nachhaltigkeit sozusagen ein vernünftiges Angebot bieten, wo sich der Kunde gut aufgehoben fühlt. Ja, und wenn wir sozusagen, da gibt es ja einen sehr direkten Dialog in gewisser Weise, ja, also im Zweifel in Abstimmung mit den Füßen, falls uns das nicht gelingt in einem Fall. Und das ist ja auch ein gutes Zeichen, weil das genau diese Regulierung ist. Und jetzt müssen wir natürlich dahin kommen, dass die sozusagen die Kundin selber oder auch halt ich als Mitglied dieser Gesellschaft, dass wir diesen Diskurs sozusagen mit viel Wissen führen können und unsere Möglichkeiten kennen, also die Datentransparenz gegeben ist, aber auch das Wissen, was heißt das eigentlich, was kann man damit machen? Und ich glaube, das fängt halt ganz früh an und ich glaube, es ist eher Ausbildung, schulische Ausbildung, innerbetriebliche Ausbildung, mit der wir das und ich sag mal ein generelles Werteverständnis, was wir stärken, als dass wir das wirklich über ein Gesetz im Detail geregelt kriegen. Ich halte das für extrem schwierig, gesetzlich umsetzbar. Also beziehungsweise ich teile auch den Gedanken, dass die Gesetzgebung dem hinterherhinken wird. Also wenn wir es nicht schaffen, das in unserer DNA zu verankern, und das können wir. Und ich möchte sagen, also nicht nur wir, sondern wir haben sehr viel Kontakt mit vielen anderen Unternehmen, weil wir gesellschaftliche Initiativen als Unternehmen fördern. Und es gibt sehr viele Player in Deutschland, die wirklich auch Lust haben, im positiven Sinne diese Zukunft zu gestalten und auch im verantwortungsbewussten Sinne. Und ich glaube, deshalb ist das der vielversprechende und auch wirksamere Weg. Und die roten Linien müssen natürlich trotzdem gesetzlich verankert sein, das ist ja klar. Vielleicht nochmal auf diese 3 Jahre geblickt. Sie sind ja mit der Otto Group und auch Herr Schollheimer auf die ING Lieber von Anfang an wirklich dabei gewesen. Wie hat sich denn die CDR-Initiative in diesen 3 Jahren entwickelt? Hat sich das verschoben inhaltlich so ein Stück weit? Na, ich glaube, erstmal den Kodex hinzukriegen, war ja schon mal ein Kraftakt. Ne? Da ist ja schon mal dieser Verhandlungsprozess sozusagen gelaufen. Ne? Wie ambitioniert will ich sein? Wie breit mache ich das Thema? Ich finde, das ist gut gelungen. Ich finde es gut, dass das Thema breiter geworden ist über die reine Datenthematik in eine breitere Definition hinein. Und ich finde auch, dass bislang der Spagat zwischen Ambitionsniveau setzen, aber auch eine Erdung, ja, also dieser Maßnahmenreport und auch das Lernen über den Maßnahmenreport voneinander, jetzt ein gutes Niveau hat. Aber jetzt heißt es natürlich von dem Niveau in die Umsetzung kommen und wirklich sehen, dass wir auch voneinander lernen. Und das ist jetzt ja die nächste Zündstufe, in der sozusagen, ich sag mal, nach dieser Findungsphase, würde ich jetzt mal sagen, der wir uns jetzt alle gerne stellen wollen, sowohl untereinander unter denen, die schon dabei sind, als auch mit neuen Unternehmen oder anderen Vertretern der Gesellschaft, die willens sind, da weiter mit uns drauf rumzudenken und Impulse zu setzen. Ja, jetzt ist der Kodex schon mal angesprochen worden. Herr Kastrup, den gibt es jetzt. Der soll auch einen jährlichen Fortschrittsbericht beinhalten. Warum ist das so wichtig? Ist das quasi die Rückkopplung? Naja, also Rückkopplungssysteme, würde ich sagen, sind ganz grundsätzlich wichtig. Der Kodex ist jetzt irgendwie schon so der Markenkern der Initiative. Also ich denke, es würde ich sagen, das Label und das vielleicht auch, sagen wir mal, das durch das Logo zum Ausdruck gebracht wird. Das ist das, wozu sich die bekennen. Das ist die Basis, auf der wir arbeiten. Und der Fortschrittsbericht, der wirkt natürlich einmal auch nach innen, dass man sich gegenseitig nochmal bestätigt, was wird gemacht, wo gibt es vielleicht auch die ein oder andere interessante Initiative. Und es soll natürlich auch nach außen wirken, denn es ist klar, es soll und kann auch nicht jeder mitmachen, aber ich sag mal, es soll natürlich auch ein Incentive setzen, dass es Spaß macht, dass es interessant sein kann, dabei zu sein und das Thema dann gemeinsam weiterzuentwickeln. Und ich denke mal, sagen wir mal, eine gewisse Verpflichtung auch, die jedes Unternehmen eingeht, die wir natürlich auch versuchen, jetzt nicht allzu hohe Mauern aufzubauen. Ich denke, das ist einfach wichtig, auch um nach außen hinzuwirken, in die Gesellschaft rein. Und dann eben auch, und das wurde hier auch schon angesprochen, ein ganz wichtiger Punkt, und dazu zählen natürlich auch die Fortschrittsberichte. Es geht ja eben um Austausch, es geht um Lernpartnerschaften, es geht um Best Practice, dass auch die Unternehmen innerhalb der Initiative noch voneinander lernen und diesen Lernprozess auch nach außen tragen. Jetzt kam die Nachfrage, weil es ist ganz interessant, der Punkt, kann denn dieser Kodex tatsächlich, Dr. André T. Nehmert fragt nochmal, Digital Greenwashing nennt das, quasi verhindern tatsächlich? Naja, also genauso wie wir Greenwashing haben im Bereich, sagen wir mal, der Nachhaltigkeit, gibt es sicherlich auch, sage ich mal, Greenwashing im Bereich Digitalem. Es wird auch
weiß nicht, Greenwashing im Bereich von Social Responsibility geben. Aber ich glaube, auch da ist eigentlich der Markenkern und die CDR-Initiative ist sich ja dessen bewusst, dass es sowas gibt. Und ich denke, das ist auch dann die Diskussion, sagen wir mal, im Unternehmenskreis, auch darüber, vielleicht dann auch mal hinter geschlossenen Türen, offen und ehrlich zu reden. Natürlich wollen wir weder Greenwashing noch Digitalwashing. Wir wollen langfristige Nachhaltigkeit. Wir wollen eben, und ich glaube eben tatsächlich auch, dass nachhaltige ökonomische Geschäftsmodelle, die auf aller neuen, spannenden und auch sehr nützlichen digitalen Technologien beruhen, nur funktionieren, wenn sie eben mit den Verbraucherinnen und gesellschaftspolitisch auch rückgekoppelt sind. Ja, das ist eben ein bisschen mehr als ich verkaufe etwas und du kaufst es. Ja, wir haben also praktisch dazwischen auch einen Dialogprozess zwischen Unternehmen, die spannende neue Technologien einsetzen, auch sehr nützliche Dinge damit entwickeln. Aber es gibt eben auch die Schattenseite dieses digitalen Raums und das ist ein ständiges Hin und Her. Ich könnte noch die europäische Dimension ansprechen. Natürlich streitet man sich bei den großen digitalen Rechtsakten, die jetzt dabei sind, wie wirtschaftsfreundlich ist das, wie verbraucherfreundlich ist das. Und diesen Streit müssen wir einfach führen. Und dann kommt immer auch mal das Thema Greenwashing. Klar, dass man so tut, als ob. So tun, als ob. Sie wollten noch was dazu sagen, Herr Schollemann. Ja, gerne den Vergleich zu der gesamten ESG-Diskussion der vergangenen Jahre einfach mal heranziehen. Kodex, wir haben es gerade gelernt, das ist noch im Werden, das ist jetzt geworden, aber es wird sich weiterentwickeln. ESG ist ja schon eine Stufe weiter. Wir haben ja eine ganz jetzt schon festgeschriebene Taxonomie bei dem Thema. Auch die entwickelt sich natürlich noch weiter. Und ich kann Ihnen nur behaupten, oder ich behaupte mal ganz einfach, und ich würde Frau Scharnach-Wolf vielleicht dazu gerne noch mal fragen, wie sie es sieht, Unternehmen, die sich mit Greenwashing versuchen, besser darzustellen, als sie sind, das funktioniert nicht lange gut. Die eigenen Mitarbeiter machen das nicht mit, Kunden machen das nicht mit. Das ist heute auch gerade aufgrund der digitalisierten Welt so leicht nachvollziehbar, auch selbst von außen. Das funktioniert nicht. Bei ESG haben wir ja gesehen, und das ist ja eins der Themen auch vor allem bei dem E in den vergangenen Jahren, dass externe Gruppen genommen werden, um das wirklich den Spiegel vorzuhalten. Stimmt das eigentlich, was Unternehmen sagen? Die ganzen Unternehmen, die sich in den letzten Jahren dazu nicht nur durchgerungen haben, sondern wirklich sich transformiert haben, auch bei diesem Thema. Das wird absolut transparent von außen beschaut und begutachtet. Also so von Greenwashing gibt es vielleicht, ja, das hält nicht lange durch. Glauben Sie das auch, Frau Lindinger? Ja, tatsächlich möchte ich da nochmal auf eine Akteursgruppe hinweisen, die ganz maßgeblich dazu beiträgt, dass diese Dinge, dieses Greenwashing, dieses Socialwashing auffällt. Und das sind tatsächlich die Watchdogs aus der Zivilgesellschaft, die da mit großem Engagement, teilweise sogar ehrenamtlich, tracken, die auch nochmal alternative Maßstäbe vorgeben, die darauf hinweisen, wo was schiefläuft. Und das ist nicht immer einfach, das ist mit sehr viel Arbeit verbunden. Denn Transparenz als Open-Sourcelerin weiß ich das, alleine bringt erstmal nichts. Da muss es auch jemanden geben, der da hinguckt und tatsächlich diese Transparenz auch wahrnimmt und als Chance begreift. Wir haben gerade im Zuge der digitalen Transformation mit Covid-19 nochmal gemerkt, wie wichtig die Rolle auch ist, dieser Schulterschluss auch zwischen Wissenschaft und Zivilgesellschaft. Wir hatten diese riesige Diskussion über die Corona-Warn-App, wie die nun gestaltet sein soll. Ist die Open Source? Soll das nachvollziehbar und transparent sein? Welche Daten dürfen da, sollen da, wo gespeichert werden? Und da war tatsächlich die Zivilgesellschaft ganz maßgeblich mit beteiligt, dass wir jetzt eine App haben, die zu einem gewissen Grad auch das Vertrauen der Bevölkerung überhaupt hat, die runtergeladen wurde, viel mehr als in anderen Ländern um uns herum. Und ich glaube, da dieses nochmal tatsächlich auch zu formalisieren, diese Zusammenarbeit und nicht immer die Zivilgesellschaft so außen vor zu lassen und die müssen sich dann so ihren Platz am Tisch erkämpfen, das würde ich mir auch wünschen für so ein Bündnis wie die CDR-Initiative. Christian Thorun hat uns vom ConPolicy-Institut ganz interessant hat uns gefragt, wie es leider, wenn Unternehmen Verantwortung übernehmen, haben sie im Wettbewerb gegebenenfalls Nachteile? Welche Anreize benötigen sie, um dennoch weiterzumachen? Frau Scharnach-Wolf, ich gebe es mal an Sie und drehe die Frage mal um. Weil nach allem, was ich jetzt gehört habe, habe ich den Eindruck, es ist eher ein Wettbewerbsvorteil, wenn man es macht. Also auf jeden Fall ist es aus meiner Sicht langfristig ein Wettbewerbsvorteil, sowohl aus Sicht der Kunden als auch aus Sicht, ich sehe das mit dem, weil wir bei der Zivilgesellschaft eben waren, ja, ich sehe einen Riesenanteil sozusagen des Impacts der Zivilgesellschaft auch im Unternehmen bei den Mitarbeitern, ja. Wir sind ja ein Unternehmen, was, wir waren vorhin schon mal bei Kultur, Frau Schollemmer sagte das vorhin, ja, wir fördern sehr stark Kulturwandel, das heißt, dass wir innerbetrieblich einen sehr intensiven Dialog mit den Mitarbeitenden haben, wie sie bestimmte Dinge finden, wie sie sich zu, also gerade den ethischen Themen
Themen, aber auch den Nachhaltigkeitsthemen und den digitalen Themen stellen. Und da findet natürlich im Unternehmen, wenn ich sozusagen das nur green gewascht hätte, das geht nicht durch. Ja, das sind 50.000 Menschen, die erleben das im Alltag und haben natürlich ein Gradmesser dafür, ob das jetzt irgendwie eine gute Show ist oder ob das inhaltlich wirklich Substanz hat und ob wir da auch als Geschäftsführer auch dahinter stehen, was wir da machen, ob wir authentisch sind in unserem Handeln. Und da ist eine größere Kraft drin aus meiner Sicht. Der Dialog ist viel intensiver, als der vielleicht vor 20 Jahren war. Das hat was mit Generationsveränderungen, mit Selbstverständnis, mit unserer Offenheit, diesen Dialog zuzulassen, zu tun. Und da gibt es auch, natürlich heißt das nicht, dass wir nur sozusagen innerhalb unseres eigenen Sus das Optimum finden. Wir brauchen auch die Perspektive von außen, aber es gibt auch schon eine gute regulative Kraft von innen. Ja, und was heißt das? Natürlich gibt es hier und da eine wirtschaftliche Herausforderung, weil nicht jede der Maßnahmen, die wir, sei es im Nachhaltigkeitsthema, im Sozialthema, auch jetzt im digitalen Thema, hat nicht immer automatisch den wirtschaftlichen Rückfluss kurzfristig. Ja, aber ich bin fest davon überzeugt, wenn wir langfristig erfolgreich agieren werden, dann müssen wir uns auch Ziele setzen, die keinen kurzfristigen Payback haben, sondern die sozusagen ein Zukunftsinvest sind. Und dann ist das manchmal ein bisschen schmerzhaft, führt auch zu Diskussionen natürlich im Unternehmen, führt aber langfristig, glaube ich, zu einer wesentlich stabileren Substanz der Unternehmen und auch, ich glaube, zu freudigeren Kunden, weil sie mit gutem Gewissen sozusagen dann agieren können. Wo endet denn Verantwortung, Herr Kastrop, und wo beginnt denn dann das Marketing? Also, oder lässt sich das gar nicht mehr trennen in diesem Fall? Also ich glaube in der Tat, dass man es in der Form nicht mehr trennen sollte. Ich glaube auch, dass, sagen wir mal, das Nachhaltigkeitsthema, wie es Maya Göpel beschrieben hat, hat damit zu tun, dass man eben nicht mehr auf den schnellen Gewinn aus ist. Ich meine, es wird immer auch Player am Markt geben, die sowas mal versuchen, die verschwinden dann auch sehr schnell wieder, machen vielleicht auch in der Zeit einen großen Schnitt, aber das sind eigentlich keine unternehmerischen Aktivitäten, die, sagen wir mal, in dem Sinne, wie es hier gerade angesprochen worden ist, langfristig stabil sind. Und auch Unternehmen, die, sagen wir mal, wo es nicht um die schnelle Abzocke geht, sondern wo es wirklich darum geht, dass man so ein Unternehmen vielleicht auch über mehrere Generationen gut über die Runden bringt und weiterentwickelt. Also, aber natürlich haben wir immer wieder die Diskussion und auch der Diskussion muss man sich dann stellen. Und dann sind wir wieder bei den europäischen Themen. Das war dann natürlich dann oft auch gerade im Bereich KI, um das Thema nochmal aufzugreifen. Ich habe neulich an einer Veranstaltung teilgenommen, die sehr hochrangig war, wo auch 5 Minuten vor den Gefahren einer Überregulierung gewarnt wurde. Und ich denke, dann wird mir schon so ein bisschen mulmig. Ich meine, man kann natürlich über alles reden. Man kann unterreguliert sein oder überreguliert sein. Das richtige Maß zu finden, bedarf in der Tat einer Diskussion. Aber die muss eben von allen Beteiligten geführt werden. Sag mal, auf der Basis auch der technischen Dinge, um die es da geht, auf der Basis der unternehmerischen Geschäftsmodelle und eben, um nochmal bei Frau Lindinger und Frau Hustedt anzuknüpfen, wir brauchen eben tatsächlich ein Stück weit eben diese gesellschaftliche Verantwortung, auch durch Institutionen in der Zivilgesellschaft, Verbraucherinnen und Verbraucher, die sich daran aktiv beteiligen müssen, mehr Partizipation und Teilhabe, dass auch so die, ich sag mal, die Rückkopplungsschleifen zwischen Unternehmen, Gesellschaft einfach intensiviert werden und dass man das auch nicht als unangenehme Einmischung betrachtet in unternehmerische Freiheit, die es im Übrigen auch weiterhin geben soll und muss. Aber dieses engere Verbinden, sagen wir mal, und das hat am Ende, denke ich, auch, ja, es bringt uns auch gesellschaftspolitisch weiter, ja, und nicht in Gegensätzen zu denken, sondern in das Verbindende zu suchen. André Reinholz fragt an Sie, Frau Scharner-Wolf, wie gestaltet denn die Otto Group den internen Diskurs mit den eigenen Beschäftigten zu Greenwashing in den unterschiedlichen Themenfeldern? Ja, ich glaube, dieser interne Diskurs ist Teil eines Gesamtdiskurses, der bei uns, wir haben vor 5 Jahren unter dem Stichwort Kulturwandel eine Bewegung, möchte ich mal sagen, das ist kein Projekt, sondern es ist ein Prozess, begonnen, wo wir in Summe den internen Diskurs maximal verstärkt haben. Das hat was damit zu tun, dass wir viel mehr Transparenz ins Unternehmen geben. Das hat was damit zu tun, dass wir in anderer Form, also zum Beispiel, wir waren eben bei Partizipation, ja, dass wir Prozesse mit den Mitarbeitern gestalten, viel intensiver, sei es Visionsentwicklung, sei es Reorganisation, also in allen Bereichen sozusagen wesentlich mehr Partizipation haben und dass wir aufgrund der Bedarf im Geschäft sozusagen schnell entscheiden zu können, die Mitarbeiter in ihren Entscheidungsfähigkeiten deutlich gestärkt haben. Und das führt dazu, dass wir jetzt nicht eine explizite Schiene haben, wo wir in irgendeinem Forum jetzt Greenwashing diskutieren, sondern es führt dazu, dass über alle möglichen dialogischen Formate wir sonst
immer wieder den Spiegel vorgehalten bekommen, sowohl zu unserem Verhalten vielleicht, wie wir unsere Mitarbeiter führen, als auch wie wir unser Unternehmen führen. Und dadurch gibt es so eine Art Reflexion und aber auch die Möglichkeit, wenn jemand sagt, mal, ist das nicht Greenwashing, auch mal zu sagen, nein, ich glaube, das ist es nicht, weil aus folgenden Gründen ist das sozusagen wirklich aus tiefster Überzeugung, was wir machen und es auch Maßnahmen unterliegt. Herr Schollemann, die ING GiBa existiert jetzt seit 1965, ist aber erst in den vergangenen Jahren so richtig bekannt geworden, offensichtlich mit der Digitalisierung. Wenn Sie drauf schauen, was haben Sie richtig gemacht? Warum funktioniert es bei Ihnen? Ja, das war schon ein guter Move. Also warum hat es bei Ihnen funktioniert? Warum vertrauen Ihnen die Leute? Das ist ein Thema der DNA. Die Bank wurde 1965 von übrigens Georg Leber, der ja dann auch später mal Minister war, gegründet in seiner Funktion als Gewerkschaftsführer für Arbeit Bau. Und daran ging es sozusagen die im Tarif erstrittenen vermögenswirksamen Leistungen bei einer Bank auch anlegen zu können. Und zu der Zeit in den 60er Jahren gab es kaum Banken, die bereit waren, dem Arbeiter sozusagen Leistung zur Verfügung zu stellen. Das ist eine andere Phase gewesen. So. Und es war immer schon eine Direktbank. Es gab keine Filialen. Das heißt, wenn Sie so wollen, auch das Digitale, damals natürlich noch etwas per Brief, per Post, per Telefon, ist eben Teil der DNA geworden. Und das hat sich natürlich dann auch in dieser Transformation in den vergangenen 20 Jahren entsprechend weiterentwickelt. Und die Menschen haben gesehen, erstens einfache Produkte, Transparenz, Klarheit, günstig. Das war immer unser Anspruch, ganz klar so zu arbeiten. Und nicht umsonst haben wir deswegen über 10 Millionen Kunden in Deutschland. Das heißt, wir kennen wahrscheinlich recht viele. Und eigentlich, wo ich auch immer hinging, ich sehe ja mehr so die Corporate-Kunden, die Firmenkunden, sie treffe ich auch private Kunden und kriege auch das entsprechende Resonanz, wie wir sind, wie offen, wie vertrauensvoll wir wirken. Und das spiegelt sich da wieder. Frau Lehninger, es gibt ja trotzdem eine Differenz also zwischen Anspruch und Handeln. Also der Kunde möchte ganz viel und geht dann aber doch irgendwie, macht dann das Häkchen, obwohl er, Frau Schütt hat es vorhin so schön gesagt, obwohl er noch gar nicht richtig weiß, was da alles steht. Das nervt auch irgendwie alles. Wenn Sie darauf schauen, wie kann man, also wie nehmen Sie das wahr? Also auch in Bezug dessen, was wir jetzt gerade hier besprochen haben. Ja, natürlich gibt es diese Schere, einfach weil es für Kundinnen und Kunden, Verbraucherinnen und Verbraucher so unglaublich schwierig ist, dieses Feld zu navigieren. Ne? Also das Beispiel der Cookie-Banner von Carla Hustedt war wirklich hervorragend, weil wir es alle kennen und weil wir da ja dutzende Male am Tag drüber stolpern. Es gibt da diesen Impuls zu sagen, ja, wir müssen dann für mehr Digital Literacy, also digitale Mündigkeit sorgen. Das stimmt auch weil die digitale Transformation, die Digitalisierung ja nichts ist, was wir irgendwann mal abgeschlossen haben. Ich glaube, das wissen wir nun inzwischen alle, dass das bleiben wird und dass wir uns immer wieder an neue Gegebenheiten, an neue Technologien und so weiter gewöhnen werden müssen. Das heißt, wir brauchen schon zu einem gewissen Grad eine Bewegung hin zu lebenslangem Lernen, gerade auch in der alternden Gesellschaft. Ich möchte mich aber so ein bisschen dagegen wehren, das auf so eine individuelle Ebene abzuschieben. Denn tatsächlich ist auch das ja Verbraucherinnen, Verbraucherschutz, dass wir es den Menschen so leicht wie möglich machen. Ich glaube, da braucht es klarere Vorgaben, wie eine Transparenz umgesetzt werden muss, damit sie tatsächlich auch wirkt, damit sie wirklich auch verstanden wird und Leute darauf informiert handeln können. Und ich glaube, dann sind auch solche Kaufentscheidungen tatsächlich leichter, wenn diese Informationen klarer aufbereitet sind, auch durch die Bank klarer, also nur in der Breite klarer aufbereitet sind. Dann, glaube ich, wird das wirklich auch Kaufentscheidungen, Konsumentscheidungen beeinflussen. Vorgestellt, wo sind wir denn in diesem Prozess? Also, weil Maya Göpel hat vorhin so schön gesagt, wir müssen ihn gestalten. Also, das ist unsere Aufgabe. Und wer hat denn dann welche Aufgabe, welche Rolle? Also, ich glaube, was sehr deutlich geworden ist, auch jetzt hier in der Debatte, ist, dass es natürlich nicht die eine Silver Bullet, keine einfache Lösung gibt, um Digitalisierung, die digitale Transformation gemeinwohlorientiert, menschenzentriert zu gestalten, sondern dass da sehr verschiedene Akteure, Zivilgesellschaft, Wissenschaft, Politik, Wirtschaft zusammenarbeiten müssen. Das Gleiche sieht man auch, wenn man auf eine spezielle Anwendung reinzoomt in ein Unternehmen, dann, und das ist mir nochmal ganz wichtig zu betonen, und ich glaube, das wird an vielen Stellen auch schon richtig umgesetzt, reicht es nicht, einen Corporate Digital Responsibility Officer einzusetzen. Und diese Person hat jetzt die Aufgabe, die ethischen Fragen zu betrachten, sondern das Thema muss gemainstreamt werden, weil wenn wir wieder zum KI-Thema gucken,
die Probleme und zum Beispiel der Bias kann an ganz vielen verschiedenen Stellen im Entwicklungsprozess passieren. Die können in den Daten liegen, die können im Code selber liegen, die können in der Art und Weise, wie das System am Ende angewendet wird, liegen. Und im Endeffekt müssen all die Akteure, die diese Gestaltung mitbestimmen, daran arbeiten. Also wir brauchen ein Mainstreaming dieses Themas und das wird ja ein ständiger Prozess sein. Frage an die beiden Unternehmen hier in der Runde. Wie ist das denn bei Ihnen geregelt? Da gibt es ja auch keinen, der quasi also als CDA-Mann obendrauf sitzt und sagt, so machen wir das jetzt, sondern das durchzieht alle Bereiche. Wie machen Sie es? Frau Scharnabos, ja, den gibt es auch, aber halt nicht nur, ne? Also sondern genau, es durchzieht alle Bereiche und deshalb, weil das vorhin so negativ kam mit nicht auf die individuelle Ebene abwälzen. Im Unternehmen, glaube ich, ist es schon wichtig, dass jede Mitarbeiterin weiß sozusagen, wo der eigene Beitrag ist und dazu gehört halt schon auch die Ausbildung, auch im Sinne des lebenslangen Lernens, dass ich das überhaupt erkennen kann in meinem eigenen Aufgabenfeld. Es ist nicht nur in den offensichtlichen Aufgabenfeldern ein Teil sozusagen meines Beitrags im Unternehmen. Und da, das heißt, dass also über alle Fachbereiche hinweg, also natürlich über, also weil überall sind, wird datengetrieben und auch digital unterstützt gearbeitet. Und jeder muss da sozusagen seinen Beitrag leisten. Deshalb ist es wichtig, dass wir sozusagen den Diskurs ins gesamte Unternehmen kriegen. Und ich sage mal, die Stabsstellen, die wir dafür explizit haben, unterstützend sind, den Rahmen setzen, den Dialog fördern, die Partizipation fördern. Aber die können das natürlich nicht machen, sondern machen muss es jeder Einzelne. Natürlich auch maximal unterstützt durch die Geschäftsführung und auch natürlich durch die Gesellschafterstrukturen, die wir dahinter haben, die diese Handschrift bei uns zum Glück sehr stark fördern, aber die natürlich auch wichtig sind, um den Rahmen dafür zu setzen. Herr Schollermann, wie wird das bei Ihnen geregelt? Also schon sehr ähnlich, wie Frau Scharner-Wolf auch anspricht. Die Vorbereitung war auch natürlich, dass wir jemanden haben, der federführend das Thema bei sich hatte, aber alle Bereiche der Bank eingeschlossen hat. Denn das geht natürlich tatsächlich nur auch, um dir dazu zu kommen, was wir dann gemacht haben, nämlich den Kodex zu unterschreiben, dass auch wirklich die gesamte Bank dahinter steht und das auch leben will und bereit ist zu machen. Und entsprechend, als wir dann vor wenigen Wochen das mal im Vorstand besprachen und ich nochmal vorstellte, meine Kollegen sagten, ja, ich meine, sag mal, ist doch völlig klar. Gibt es hier irgendeinen Punkt, gegen den irgendjemand normalerweise sein kann? Gibt es doch gar nicht. Also hier, komm, selbstverständlich. Und das zieht sich dann durch. Und das muss sozusagen von top-down, aber auch bottom-up gelebt werden. Herr Gastrop, das, was VerbraucherInnen sich wünschen, was den Handlungsrahmen von Politik ausmacht und die Rolle in den Unternehmen sich sehen, das wirkt manchmal wie drei unterschiedliche Sprachen. Frau Lindinger hat das vorhin auch angesprochen. Also es sind, wer kann denn oder wer sollte da die Übersetzungsleistung bringen? Alle. Ja, es müssen im Grunde genommen alle daran mitarbeiten. Und das ist wieder auch so ein bisschen das Kerngeschäft der CDR-Initiative. So sehe ich es jedenfalls. Es geht auch darum, an der gemeinsamen Sprache zu arbeiten. Ja, also ich muss jetzt, weiß nicht, ob Esperanto rauskommt. Gab es mal auch vor vielen Jahren, in den 60ern. Ich glaube in der Tat, dass man eine gemeinsame Sprache braucht. Man braucht ein gemeinsames Grundverständnis. Man muss die Position auch der jeweils anderen Seite immer mal gut verstehen und dann eben in den gesellschaftspolitischen Dialog gehen. Und ich glaube wirklich, dass die CDR-Initiative gerade in dem digitalen Bereich, ja auch mit dem großen Bruder der CSR, dass man da wirklich gemeinsam sehr, sehr gute Arbeit leisten kann, um wirklich, sagen wir mal, Carla Hustedt hat es gerade gesagt, ja, gemeinwohl und menschenzentriert. Und ich denke, das geht. Das ist die Basis für erfolgreiche Geschäftsmodelle, für den Einsatz neuer Technologien. Und dass man diesen Diskurs muss man führen. Man wird da nicht immer einer Meinung sein, aber vielleicht doch zumindest, dass man sich einer Sprache bedient. Die Hoffnung habe ich schon. Und ich bin jetzt ja zwar erst ein Jahr hier im Ministerium der Justiz und Verbraucherschutz, war aber auch vorher an anderen Stellen der Welt tätig und auch in Deutschland. Ich glaube, ich bin nicht pessimistisch. Ich glaube schon, dass sich da was bewegt und dass sich da etwas in die richtige Richtung entwickelt. Das gibt immer auch mal wieder einen Rückschlag, wo man denkt, wie konnte das passieren? Aber das sind dann oft eben wirklich genau diese kurzfristigen Aktionen, mit denen man einfach versucht, seine Position in diesem großen gesellschaftlichen Deal zu verbessern. Aber am Ende muss man eben zusammenfinden. Und da glaube ich, dass die CDR-Initiative eine ganz, ganz tolle Sache sein kann. Und freue mich drauf. Frau Lindinger, wo sind wir denn da bei dieser Übersetzungsleistung? Wenn alle auf ein Level kommen müssen, dann müssen ja vor allem Verbraucher aus meiner Sicht noch ganz schön was dazulernen. Vielleicht auch Beschäftigte sind ja auch Verbraucher und die Frage kam hier auch, welche Impulse müssen denn von den Beschäftigten der Unternehmen ausgehen, um CDA voranzubringen. Aber gehen wir erstmal in die Übersetzungsleistung. Also was muss denn
Was muss man denn schaffen, auch mit den Verbrauchern schaffen, damit VerbraucherInnen, damit die an diesen Punkt kommen können, überhaupt mitreden zu können? Ja, Bildung ist natürlich ein zentraler Punkt und der uns auch noch ganz lange begleiten wird, einfach weil Änderungen im Bildungsbereich so lange Vorlauf brauchen, bis sie tatsächlich dann auch bei den Menschen, die verbrauchen, die konsumieren und so weiter ankommen. Aber nochmal, ich möchte es tatsächlich nicht auf die Individuen abgewälzt sehen. Was wir natürlich auch brauchen, ist auch im Bereich Verbraucherschutz haben wir ganz viele Interessensverbände, ganz viele Aufklärungsorganisationen. Wir haben unabhängige Testinstanzen, die hier zu Recht ein sehr, sehr hohes Renommee genießen. Und es gab so einen schönen Satz, den ich letztens irgendwo auf den Social Media gelesen habe, die Deutschen glauben an Gott und den Verbraucherschutz oder die Stiftung Warentest. Und ich glaube, da ist was dran. So. Und warum können wir sowas nicht auch in diesem Bereich der Digitalisierung noch mal stärker verankern? Wir haben inzwischen ja sowas wie den blauen Engel für Software. Das bildet natürlich jetzt ökologische Fragen ab und ökologische Qualitäten, aber auch sowas nochmal für den digital-sozialen Bereich auszuarbeiten und zu konzeptionieren, wie könnte das aussehen, das fände ich tatsächlich wertvoll und würde eben auch ohne ein langes Studium von digitalen und Nachhaltigkeitsfragen es den Menschen ermöglichen, da informierte Entscheidungen zu treffen. Wie so eine Art Ampel. Ja, wir haben ja gerade den Nutri-Score am Start. Nein, ich bin da sehr aufgeschlossen. Wir müssen nur wirklich gucken, und das haben wir leider auch insbesondere im Textilbereich, wenn ich jetzt mal eine Branche anspreche, die, glaube ich, bei der CDR noch nicht so, und die Otto Group auch. Da haben wir natürlich eine Fülle von Labeln, auch Öko-Labeln. Also da muss man auch so ein bisschen gucken, da bin ich auch mit dem Kollegen Jochen Flassbart vom BMU ein bisschen im Gespräch, da muss man so ein bisschen gucken, dass man konzentriert. Also wenn es zu viele Label gibt und Signes, dann weiß auch wieder keiner mehr so richtig, wem kann ich jetzt richtig trauen. Ich habe neulich mal eine Übersicht gelesen, auch bei dieser bekannten Stiftung, die Sie gerade angesprochen haben, die ja auch so im weitesten Sinne zum Verbraucherministerium gehört, zusammen mit dem VZBV, den ich hier vielleicht auch einmal offiziell erwähnen möchte, der ganz tolle Arbeit macht in dem Rahmen. Da muss man einfach gucken, dass man das auch ein Stück weit fokussiert und zusammenbringt. Aber auch da könnte ich mir eben vorstellen, das ist jetzt noch nicht irgendwie in den Genen vielleicht der CDR-Initiative, aber sagen wir mal im Zusammenhang auch mit dem gesellschaftspolitischen Dialog, den die CDR-Initiative ja auch führen soll und führen möchte, kann man sowas überlegen. Ich bin da nicht abgeneigt. Aber wie gesagt, es muss dann auch irgendwie... Ich meine, wir sind jetzt nicht beim berühmten Film mit Sean Connery, Highlander. Es kann nur einen geben, aber es kann nicht 100 Label geben. Da blickt dann auch keiner mehr durch. Das dient dann mehr der Verwirrung als der Verbraucherinformation. Frau Hussel, vielleicht von Ihnen auch nochmal zum Schluss quasi die Expertise. Also wer könnte denn diese Übersetzungsleistung bringen und ist es dann vielleicht doch irgendein Label, ein Stempel? Ich glaube, das kommt sehr stark darauf an. Wir diskutieren hier gerade ja auf einer sehr abstrakten Ebene und die Antwort darauf ist, es kommt eben darauf an, über welche Anwendung wir genau reden. Und es wird sicherlich bestimmte Anwendungen geben, die in meinem Alltag eine große Rolle spielen, fürs Online-Shopping, Musik, Entertainment grundsätzlich, wo ich sagen würde, ja, und da geht es darum, mir schnell, wir wissen, die Leute haben auch nicht viel Zeit, sich damit auseinanderzusetzen, die wollen jetzt kaufen, die wollen jetzt nutzen, mir schnell das einfach zu machen, das Produkt zu wählen, was Dinge wie Datenschutz oder eben auch Klimaschutz ganz hoch stellt. Und dann gibt es andere Anwendungsfälle, wo es um, ich nenne es immer, teilhaberelevante Bereiche geht. Also auch zum Beispiel Kreditvergabe oder Personalauswahl oder alles, was in den Gesundheitsbereich fällt. Und dort wird es sehr viel komplexer, auch weil es häufig um Abstufungen geht. Also auch wieder beim Thema Antidiskriminierung. Ich fände es tatsächlich in der Hinsicht sogar gefährlich, wenn man da einfach nur einen Stempel draufsetzen würde und sagen, dieses System ist fair. Einfach weil auch gerade bei lernenden Systemen man das gar nicht so einfach sagen kann, weil die Systeme sich verändern und weil es eben auch häufig erst in der Implementierung deutlich wird, ob das System zum Beispiel diskriminiert oder nicht und weil es auch für mich als weiße Frau vielleicht nicht fair ist, aber wenn ich eine Frau wäre mit dunklerer Hautfarbe oder mit einer Behinderung, dann wäre es nicht fair. Und vielleicht, wenn ich wie gesamtgesellschaftliche Fairness wichtig ist, dann ist es eben auch relevant, wie das System für andere wirkt. Und man merkt jetzt schon daran, wie ich das erzähle, es ist komplex. Ja. Und deshalb lässt es sich vielleicht an diesen Stellen nicht mit einem einfachen Label lösen.
müsste ein dynamisches Label sein in einer gewissen Weise. Das muss man drüber nachdenken. Dass sich weiterentwickelt. Das ist schon mal ein gutes Stichwort, Herr Kastrup, weil ich würde jetzt gern zum Schluss jedem noch mal ganz kurz wirklich die Gelegenheit geben zu sagen, was nehmen Sie mit heute aus dieser Diskussion? Also ein bewegliches Label, Herr Kastrup, oder? Nein, ich nehme mit, ich kann das noch kürzer machen als eine Minute. Ich glaube, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Ich glaube wirklich, dass diese Initiative, die wir hier heute sozusagen launchen, um es mal neudeutsch zu sagen, auf einem guten Weg ist und dass das wirklich einen Beitrag leisten kann zu diesem, sagen wir mal, gesellschaftspolitischen Verständnis von, sagen wir mal, neuen Technologien, interessanten Wirtschaftsmodellen, hochproduktiven Arbeitsplätzen. Das gehört zusammen. Ja? Und auch, sagen wir mal, Verbraucherinnen und Zivilgesellschaft, die sagen, ja, okay, wir haben da jenseits der Kaufentscheidung auch noch andere Instrumente, um mitzureden, um sozusagen im Vorfeld dann wieder von, ja, am Ende auch Regulierung sagen zu können, so kann das laufen, das müssen wir wirklich regulieren und da kann man sagen, da besteht einfach ein gesellschaftlicher Konsens, dass das, sagen wir mal, nach dem Wünschen auch aller Beteiligten in diesem großen Gesamtsystem Gesellschaft funktionieren kann. So, ist jetzt vielleicht eine eitle Hoffnung, aber die habe ich jetzt mal und die nehme ich hier jetzt auch noch mit. Frau Scheiner-Wolf. Ja, ich nehme mit, dass wir, sagen wir, neben den innerbetrieblichen Bemühungen und dem Fortschritt, den wir da anstreben, vielleicht stärker nochmal diesen Dialog nach außen auch gegenüber den Interessenverbänden machen. Wir sind da dran. Da ist es relativ schwer, da auf konkrete Maßnahmen zu kommen, die man gemeinsam bewegen kann. Aber ich würde sagen, das können wir noch stärken, um vielleicht auch anfassbarer von außen zu werden und diese Reibung, diese Sprache noch ein bisschen mehr zu bedienen und darüber so den nächsten Impuls nach vorne hinzubekommen. Herr Schorlemmer. Also die Pandemie hat uns ja deutlich gezeigt, wo wir unsere Schwächen haben, im Bildungsbereich, im Gesundheitsbereich, Infrastruktur etc. Also die Transformation, das muss digital, muss weitergehen. Und das geht eben nur mit Vertrauen. Und Vertrauen schaffen heißt natürlich in den Dialog treten mit eben auch natürlich der Zivilgesellschaft, mit der Gesellschaft, mit allen Beteiligten. Und das ist sozusagen natürlich das, was ich finde, heute hier auch mitnehme, dieses Best Practice, was auch Frau Scharner-Wolf ansprach, das ist für uns ganz wichtig. Wir wollen auch weiterhin lernen, wir wollen uns weiterentwickeln. Gemeinsam. Frau Lindinger. Ich nehme heute mit, dass die Zivilgesellschaft als Gesprächspartner groß im Kommen ist und das freut mich auch mal sehr. Deswegen freue ich mich auf die Gespräche in den nächsten Jahren, auch da eine gemeinsame Sprache zu finden. Und tatsächlich glaube ich, dass das Wichtigste, was uns jetzt ins Haus steht, ist, das von dem Buzzwordy Level, wie Carla Husse das gesagt hatte, runterzuholen, in die konkrete Umsetzung zu gehen. Ich glaube, das ist, wer es spannend wird, aber das ist auch, wo es vielleicht ein bisschen schmerzhaft wird. So, Frau Hustedt. Ja, vielleicht ganz gut daran anschließen, dass ich nochmal was Positives sagen möchte, auch zu der Initiative, weil ich glaube, genau der Austausch über konkrete Maßnahmen, über Best Practices kann eben helfen, diese Buzzwords zu konkretisieren. Und das finde ich sehr schön, vor allem wenn eben auch unterschiedliche Unternehmen, die Technik entwickeln, die sie einsetzen, unterschiedliche Größen da miteinander reden. Was ich heute sehr angenehm auch fand, dass was wirklich von allen Akteuren hier und dass da ein Konsens zu bestehen zu scheint, dass es kein Widerspruch ist, vertrauensvolle Technologieentwicklung, ethische Fragen und Innovation. Und was ich mir wünschen würde, ist, dass diese Haltung auch in der öffentlichen Diskussion von wirtschaftlichen Akteuren stärker vertreten wird. Weil wenn man sich zum Beispiel auch im Kontext jetzt der Corona-Warn-App die Debatte anguckt, dann sind es leider doch auch immer wieder wirtschaftliche Akteure, die zum Beispiel den Datenschutz als Innovationshemmnis präsentieren. Und meiner Meinung nach ist genau dieses Narrativ mit einer der Gründe, warum die Gesellschaft längerfristig Vertrauen in Digitalisierung verliert. Und von daher hoffentlich lernt der Diskurs von der Debatte heute. Dieses Wort Vertrauen, das nehmen wir mit in die Pause, die wir jetzt machen. In 10 Minuten haben wir Zeit und dann diskutieren wir genau das nochmal wirklich von allen Ecken, das Thema Vertrauen. Vielen Dank erstmal an alle hier in der Runde und hier geht es dann in 10 Minuten weiter.